Ich habe euch sehr genau analysiert, und zwar alle. Und jetzt würde ich mich ja eigentlich für eines dieser beiden Paare entscheiden, aber das ist nicht möglich. Also wird keins der beiden Paare dabei sein? Na, ehrlich gesagt sind alle weit unter meinen Erwartungen geblieben. Ihr habt alle vier das Duell verloren. Was? Aber dann gibt es ja kein Hauptdarstellerpaar, oder sollen... Ich verstehe das nicht. Doch, es wird ein Hauptdarstellerpaar geben. Aber ich werde ein paar kleine Details ändern und somit müsst ihr ein wenig improvisieren. Würden Sie uns das bitte genauer erklären? Wir verstehen das nicht. Bitte? Dann also nochmal zum Mitschreiben. Das Paar, das den Hauptteil des Songs übernehmen wird, ist Matteo und Simon. Wie jetzt? Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ganz ehrlich, ich mit Matteo? Er hat recht, ich check das auch. Die Entscheidung steht fest. Meiner Meinung nach ist es das Beste fürs Team. Ihr seid das Paar und das neue Motto des Tanzes wird dann heißen, echte Freundschaft. Aber die Tanzpartnerin von Simon bin ich, nicht Matteo. Ja, es ist so schade, aber leider hast du meine Erwartungen nicht erfüllt, Amber. Nicht? Wenn du dich da mal nicht total irrst, Juliana. Darüber diskutiere ich jetzt nicht. Die Entscheidung steht fest. Simon, gratuliere. Du bist genau das, was das Team braucht. Du hast es dir verdient. Okay, okay, Schluss. Gefeiert wird später. Jetzt müssen wir weiter trainieren. Ich informiere schon mal die anderen. Ciao. Seht ihr, Leute, ich hätte doch im Team bleiben sollen. Sie hätte bestimmt mich als Partnerin von Simon gewählt. Aber egal. Zwei gut aussehende Jungs als Hauptdarsteller zu sehen, hat doch auch was, oder? Nein, das finde ich nicht. Amber hätte es sein sollen. Die Entscheidung von Juliana ist schräg. Dir kommt das vielleicht komisch vor, aber sie haben echt viel dafür getan. Vor allem Matteo hat es sich verdient. Ja, das stimmt. Aber man darf das nicht so eng sehen. Es ist doch wunderbar, wenn die Besten skaten. Amber ist auch ziemlich gut. Aber ich glaube, sie hat ein Problem mit dieser Entscheidung. Oder auch nicht. Los auf die Bahn. Wir sind dran. Nina, schade, dass unsere besten Freundinnen nicht zusammen skaten. Hab ich recht? Ja, aber Luna ist es nicht so wichtig, Hauptdarsteller zu sein. Vielmehr das Team. Stimmt, Luna ist selbstlos. Aber jetzt sei mal ganz ehrlich zu mir. Ja? Luna will nicht mit Matteo skaten. Hat sie dir nichts gesagt? Jasmin, frag sie solche Sachen doch lieber persönlich, okay? Ist besser so. Hallo Leute, es gibt extrem wichtige Neuigkeiten, also aufgepasst. Ihr erratet nie, wer die neuen Hauptdarsteller bei uns im Team Roller sein werden. Simon und Matteo. Ja, eine sehr ungewöhnliche Entscheidung, das gebe ich zu. Wie ist eure Meinung? Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Versprochen, also bleibt dran. Es tut mir leid, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie hier oben sind. Naja, es geht leider nicht anders, deswegen bin ich hochgekommen. Warum? Ist das passiert? Naja, ich wüsste zwar nicht, was Sie das angeht, Monika, aber ich werde es Ihnen erklären. Diese Angelegenheit betrifft uns alle. Ich werde Glasfaserkabel in der Villa verlegen lassen. Und jetzt wollte ich prüfen, wo die Leitungen verlaufen können, um den Arbeitsaufwand einzuschätzen. Klar. Glasfaserkabel sind in. Wenn Sie möchten, helfe ich Ihnen gern dabei. Nein, das ist nicht nötig. Ray sollte sich um die Sache kümmern. Aber er ist wohl von dem Schlag noch ein wenig benommen. Natürlich. Wenn Sie wollen, sage ich Miguel Bescheid. Er könnte Ihnen helfen. Ja, das wäre nicht schlecht. Okay. Wissen Sie, ich hasse nichts mehr, als überall Kabel zu sehen. Das ist so unästhetisch. Aber ich möchte auch vermeiden, sämtliche Wände aufschlagen zu müssen. Der Krach wäre eine Zumutung. Und deshalb wollte ich das selbst überprüfen. Schon klar. Natürlich, wie Sie wünschen. Kein Problem. Gut. Angemacht, als wir zusammen waren? Nein, nein, Jim, das stimmt nicht. Sie hat sich eher an mich rangemacht. Aber das scheint dich nicht wirklich gestört zu haben. Jetzt mach bitte kein Drama draus. Naja, Nico, man merkt aber deutlich, dass sie dir gut gefällt. Nein, das vielleicht doch, aber erst jetzt, verstehst du? Als wir zusammen waren, hat sie mir noch nicht gefallen. Ach, und jetzt schon? Ja, damals war nichts, ich schwör's dir. Nein, 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 du musst mir nichts erklären. Warte, du verstehst das alles falsch, bitte. Nein, ich hab's sehr wohl verstanden. Du hast mich wegen ihr verlassen und anstatt es zuzugeben, willst du mit mir befreundet sein. Keine Sorge, du bist frei. Nein, jetzt war... Ciao. Danke, du hast mich bei ihr mächtig reingeritten, Pedro. Aber ich war doch bloß ehrlich. Ja, wegen dir denkt sie, ich hab sie betrogen. Wieso wegen mir? Ich war nicht mit ihr zusammen. Gib es einfach zu. Das ist noch nicht zu Ende.